Trottel und meine Verwandlungsdrüse erstklassig funktioniert. Meine Tage als anti-helfender Elf sind in Kürze gezählt. Deine einzige Chance besteht darin, dass man mich rauslässt, damit Dr. Studwell unsere Drüsen per Transplantation austauschen kann. Wirklich? Es ist meine Entscheidung? Mal überlegen. Ich mag dich nicht besonders. Naja, und ich auch nicht. Versucht's nie wieder. Erledigt. Ich schätze, ich kehre zurück in meinen alten, unbeschreiblich schrecklichen Job. Nicht so schnell, Cosmo. Wenn Jean-Claude Anti-Cosmo nicht freilässt, holen wir ihn eben raus. Aber Timmy, das Elfenweltgefängnis ist ausbruchssicher. Ha, das haben sie über die Anti-Elfenwelt auch gesagt. Und wer hat Anti-Cosmo da rausgeholt? Das war ich. Das geschah aus Versehen und hat sie veranlasst, dieses neue Gefängnis zu bauen, um auch den bestgeplanten Ausbruch zu verhindern. Dann muss unser Plan ein Meisterwerk sein. Wir versuchen es in aller Stille. Das nennst du meisterlich und in aller Stille. Ich kann dich nicht hören. Ich schleiche mich gerade an das Gefängnis an. Was hat er gesagt? Ah, ich liebe dich auch. Ah! Was? Wir werden damit einen Tunnel unter den Mauern hindurchgraben und Anti-Cosmo rausholen. Tunnel? Warte, nein. Wir waren auf einer Wolke, ihr Blödmänner. Was? Hast du noch mehr grandiose Ideen? Yep. Diese Gefängnismeisterschaften kommen wie gerufen. Ja, die rechnen niemals damit, dass während eines Gefangenenwettlaufs Gefangene weglaufen. Ha. Oh, seht ihr? Da ist Anti-Cosmo. Er wird versuchen, höher als alle zu springen. Hip, hip, hurra! Ich bin frei! Adios, ihr Säcke! Wisst ihr, wäre er wirklich ein Genie, hätte er sich Zeit gelassen, die richtige Stablänge zu finden. Wieso hast du nicht geholfen? Ich bin doof. Wie jeder weiß, ich bin doof. Zeit für Plan C. Vielleicht kann Anti-Cosmo nicht fliegen. Aber wir schon. Ja, der Plan ist perfekt. Jetzt nicht mehr. Cosmo, du ignoranter Trottel! Ihr ignoranten Trottel, ihr seid sowas von peinlich. Peinliche Elfen. Hallo? Ich bin's, Dr. Studwell, mit einer guten und einer schlechten Neuigkeit. Die schlechte ist, wenn wir die Transplantation der Drüse nicht bald vornehmen, ist es womöglich zu spät. Und was ist die gute? Es steht 3 unter Paar nach 9 Löchern. Siehst du, so ist wenigstens einer von uns glücklich. Was sollen wir jetzt tun? Wir haben kaum noch Zeit. Hey, das ist die Skizze eines perfekten Ausbruchplans. Kommt der etwa von Anti-Cosmo?